wird ausgebildet in der Industrie. Wir bilden Industrieholsterer aus, weil wir moderne Möbel in Serienproduktion fertigen. Der Industriepolsterer unterscheidet sich von dem Polsterer im Handwerk durch die Serienproduktion. Das handwerkliche Polstern konzentriert sich darauf, dass man alte Polstermöbel klassisch wieder aufbaut und neu bezieht. Ein Industriepolsterer muss sich im sämtlichen Bereich der Polstermöbel auskennen. Das geht von losen Kissen bis Beistellhocker, über Schlafsofas, Betten. Alles, was mit Polsterung zu tun hat, muss ein Industriepolsterer herstellen können. Ich bin Bastian Lange und habe eine Ausbildung zum Polsterer gemacht. Ja, ich mache jetzt hier einen Hockersitz, eine typische Prüfungsaufgabe in der Zwischenprüfung oder auch nachher für die Gesellenprüfung. Das ist erstmal der Sitzrahmen, wo der Polsteraufbau aufgebracht wird. Anfangen werde ich jetzt damit, hier die Kanten zu brechen, damit der spätere Aufbau nicht beschädigt wird. Er fängt damit an, indem er Gestelle aufarbeitet. Dann geht das weiter im Bereich Klebetechniken. Es werden Flachpolster geklebt, es wird Schaumstoff verarbeitet, es wird Watte verarbeitet. Es wird im Grunde der ganze Aufbau gelehrt in den ersten beiden Jahren. Im dritten Jahr geht es hauptsächlich mit Schwerpunkt Beziehen weiter. Der Auszubildende bekommt dann ein Gespür dafür, wie er diese einzelnen Materialien verarbeiten kann. Denn diese Materialien unterscheiden sich natürlich sehr stark. Wir haben Leder, die teilweise 4 bis 5 mm dick sind. Und wir haben dünne Stoffe, die manchmal nur 0,5 mm stark sind. Und je nachdem müssen die natürlich auch anders verarbeitet werden. Und das lernt er dann im letzten dritten Lehrjahr. Das sind jetzt die Markierungen, wo später die Gummigurte angeschossen werden müssen. Damit das halt gleichmäßige Abstände gibt und da keine Löcher entstehen, werden halt vorher die Stellen angezeichnet, wo halt die Gurte nachher längs laufen sollen. Die nächsten Schritte wären halt einmal der Zuschnitt von dem Schaumstoff und dann Aufkleben des Schaumstoffs und der Bombage im Klebebereich. Das ist unser Objektleder. Das ist ja unser Standardleder. Der Polsterer, der das Leder zuschneidet, der die Konfektion erstellt, der muss darauf achten, dass Naturmerkmale in den Bereichen eingesetzt werden, die nachher für den Endkunden akzeptabel sind. Naturmerkmale sind zugewachsene Narben, Zeckenbisse, Hautverletzungen. Also wenn ich jetzt hier das beziehe, dann gucke ich, also wie das mit dem Stuhl passt. Also wie man, damit man so wie jetzt hier so keine Züge hat. Also das muss man, das ist ein Gefühl. Also das muss man erlernen. Also das ist nicht so einfach. Das kann man auch schwierig erklären. Also das hat schon ein bisschen was mit Gefühl zu tun, ein bisschen die Form. Man muss den Sessel im Grunde spüren. Ne? Solche Sachen, da ist jeder Bezug, jeder Sessel, alles ist anders. Da muss man also ja, sehr kreativ sein. Ja, selbstverständlich. Weil jemand, der nicht hören kann, für den ist das überhaupt kein Problem, bei uns Polsterer zu lernen. Mein Mitarbeiter, der ist hörgeschädigt, er kann nicht hören. Nicht nur, dass er ein guter Polsterer ist, sondern auch ein ganz liebevoller Mensch und Mitarbeiter. Die schulischen Anforderungen von der Berufsschule sind schon nicht ganz ohne. Also ein guter Hauptschulabschluss wäre sinnvoll, ein mittlerer Realschulabschluss wäre wünschenswert. Gesund müssen sie sein, kräftig
sollten zwischen 16, 18, 20 Jahre alt sein. Das wäre so die optimale Voraussetzung. Es gibt dann die Möglichkeit nach bestandener Berufsausbildung, dass man erstmal 3 Gesellenjahre irgendwo im Betrieb arbeitet als Industriepolsterer. Und dann kann man den weiteren Schritt gehen und eben seinen Meister machen. Im Handwerk, so wie ich es gemacht habe, oder auch in der Industrie, den Industriemeister. Bastian hat das Flachpolster perfekt gearbeitet. Da ist eine Bombage drauf. Das Kissen fällt zu den Seiten hin ab, ist ringsherum gleichmäßig bezogen. Von unten sieht man sehr schön den Kreuzverbund der Gummigurte. Die Kanten im Gestell sind unten abgeraspelt, sodass sich bei Benutzung der Gummigurt nicht aufscheren kann. Alles in Ordnung. Jetzt wird das Möbel noch zugespannt. Unser Emblem kommt runter und dann ist das Polsterstück fertig. Gut gemacht. Weitere Informationen zum Beruf und über Qualifizierungs- und Spezialisierungsmöglichkeiten gibt es im Berufenet oder im Berufsinformationszentrum.